Ja, weit über 700 Elvis-Songs insgesamt. Wie kommt man denn dann überhaupt auf eine Auswahl? Das ist super, die musste ich nicht treffen. Die hatte Ingmar Otto getroffen, der sich im Vorfeld sehr lange mit der Figur und auch mit den unterschiedlichen Songs und so weiter beschäftigt hat. Und der hat es schon ins Skript reingeschrieben, was er da gerne drin hätte. Und wir haben nur wenig geändert. Es gibt ja doch eine ganze Menge Elvis-Musicals, Elvis-Shows. Was macht denn jetzt heute dieses Musical besonders oder vielleicht auch anders als andere? Ich habe keine davon gesehen, deswegen kann ich jetzt gar nicht auf Unterschiede plädieren. Aber ich glaube, was ganz spannend ist, ist dieser Perspektivwechsel in diesen drei unterschiedlichen, im Grunde genommen in dieser gespaltenen Persönlichkeit, die wir auf der Bühne haben, also diesen jungen Elvis, den Elvis der mittleren Jahre und den älteren Elvis, der Albon, der ist ja jünger als ich jetzt bin. Ich bezeichne mich auch nicht als alt. Aber was damit geschaffen wird, ist natürlich eine Auseinandersetzung mit sich selber. Also was wir teilweise auch in der Innenschau machen oder in einem Rückblick, dass man sich denkt, verdammt nochmal, wäre ich da anders abgebogen, hätte ich anders entschieden. Oder eine Vision zu haben von dem, was man werden oder sein will oder wie man sich sein Leben vorstellt. Und wenn man das personifiziert, dann entstehen auf einmal Konflikte zwischen diesen drei, ich nenne es jetzt mal Generationen. Und das ist das Spannende an diesem Abend. Love me tender, love me long. Take me to your Lass die Finger von ihr. Entschuldigung. Sie ist zu harmlos für dich. Du wirst ihr Seelchen zertrampeln unter deinen Absätzen. Herr Beaulieu. Ja, wenn ich Priscillas Vater wäre, hätte ich dich schon längst in die Flucht geschlagen. Das reicht. Mischen Sie sich da nicht ein. Es ist mein Leben. Das hättest du anders anfangen sollen. Ja? Deinetwegen bin ich ab mit Anfang 40 ein Wrack, weil du nie genug bekommen konntest. So. Da wir beide uns noch nie begegnet sind, kann ich auch nicht an irgendetwas schuld gewesen sein. Wenn du jetzt nicht das Ruder rumreißt, dann wirst du zum größten Egomanen, den die Welt je gesehen hat. Helfer! Jetzt reg ich mich auf. Er wird ja doch keinen Ratschlag von mir annehmen. Dafür war der Volk viel zu verlockend, diese großen Bühnen, die tobenden Massen. Die kreischenden Mädchen. Du singst nicht selbst auf der Bühne, deine beiden Elvis-Kollegen quasi schon. Hast du dann vielleicht auch nochmal einen ganz anderen Blick auf das Stück als die beiden? Es ist ja ganz klar aufgeteilt irgendwie, dass ich sozusagen den tragischen Part mimen muss und die anderen natürlich mehr das Musikalische im Vordergrund. Es ist ja meine Geschichte, also ich bin ja die Rahmenfigur sozusagen und es ist halt meine Aufgabe sozusagen den Niedergang oder das Ende zu performen. Wie war es denn für dich, in diese Rolle zu schlüpfen, gerade auch in eine Rolle, die dann doch sehr tragisch zum Teil auch ist? Ich finde es sehr schwer, so eine Persönlichkeit nachzuahmen oder so. Ich meine, das ist ein sehr charismatischer Mensch gewesen, der eine große Aura hatte und all diese Dinge. Und ich habe
am Anfang auch ein bisschen vermieden, mir Sachen von ihm anzuschauen, damit ich nicht in Versuchung komme, das nachzumachen, sondern erstmal den Weg zu gehen, das bei mir zu finden, also die Tragik dieser Figur, welche Punkte sind da ähnlich. Und ich habe zum Ende zu, jetzt in den letzten 14 Tagen, habe ich mir dann Sachen angeschaut und habe versucht, da noch so ein bisschen ein paar Posen, Gesten und Dinge so ein bisschen dazu zu nehmen. Aber ich glaube, so einer Figur gerecht zu werden, schafft man nicht. Also dafür ist Elvis einfach noch zu nah dran. Ich habe mal Luther gespielt und das ist dann schon, das war schon auch ein bisschen was anderes, weil man da eine freie Interpretation hat. Aber Elvis ist natürlich eine Persönlichkeit, die wir alle kennen. Und ja, also da die Wahrheit zu finden, sehr schwer. Ich wollte die Welt bereisen. Ich wollte Städte in Japan sehen. Ich wollte fremde Kulturen erleben, meiner Familie etwas bieten, aber dem Colonel ging es immer nur um die Einnahme. Du giltst als bester Elvis hier in Deutschland. Was ist denn das Faszinierende an der Rolle? Das Faszinierende an der Rolle, es geht um die Person Elvis, die mich fasziniert seit meinem sechsten Lebensjahr. Und ich habe mich lange davor gewehrt, ihn irgendwie in irgendeiner Form darzustellen, weil das der Mythos und die Figur ist so groß, dass ich auch alles, was ich bis dato gesehen hatte, mich nicht überzeugt hat. Und ich bin dann irgendwann sehr spät eigentlich erst als Musiker mit Ende 20 dazugekommen und habe mich damit auf die Bühne getraut, nachdem ich da sehr lange gekämpft habe. Er ist halt viel mehr als nur ein Musiker, er ist irgendwie noch ist eine Ikone seiner Zeit und hat die Rock- und Popmusik geprägt wie kein anderer. Das Stück ist natürlich nicht deine erste Rolle als Elvis, aber was genau macht dieses Stück vielleicht für dich als Elvis-Rolle besonders? Ich bin immer dankbar, wenn man weit über die Musik hinausgeht, um die Person Elvis darzustellen, weil das ist so viel mehr als nur die Musik. Und diese Inszenierung mit dieses Buch, mit diesen drei Elvisen, das ist das, was mich total überzeugt hat. Und es ist schön für mich, dass ich mich mal auf einen Elvis konzentrieren kann und nicht noch nebenher zwei verschiedene andere Elvisse darstellen muss, sondern ich kann mich komplett dieser Rolle hingeben. Und kann Beobachter sein auf der Bühne. Ist eine tolle, wirklich eine tolle Rolle. Macht mir Spaß. Thank you.
winds of promise that will blow away all the doubts and fears. If I could dream of a woman's arms where hope keeps hiding on earth. Bei der Aufgabe Elvis zu spielen, auch so ein bisschen die Furcht dabei, vielleicht der Vorstellung oder den Gedanken der Zuschauer nicht gerecht zu werden? Also ich bin mir fast sicher, dass man dem nicht gerecht werden kann, aber es ist natürlich eine Herausforderung. Und ich muss wirklich sagen, das ist so ziemlich das Herausforderndste gewesen, was ich in den letzten Jahren gemacht habe. Eben aufgrund der Tatsache, dass das so eine bekannte Persönlichkeit ist.